Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Untergriesbach. Ich habe mir gerade schon mal den GT mit den beiden Anhängern geschnappt, der Anhängerkette, weil der Lexion voll ist. Als ich die Aufnahme beendet habe, ist er schon direkt voll geworden. Da habe ich mir dann schon mal den Wender abgebaut und in die Halle gestellt. Und direkt die beiden Anhänger geschnappt. Ja, stimmt, hier steht ja noch ein Schneidwerkswagen. So. Also auf dem Acker bringen kann ich die Anhänger safe mit dem GT. Aber dann kommt halt die Frage, ob ich sie wieder runterkriege vom Acker. War ich zu bezweifeln, aber jetzt bleiben sie erstmal stehen. Jetzt hole ich erstmal ein GT. 716 dann und zieht die damit runter. Er tut sich jetzt schon schwer. Aber wo ich gerade hier die Anzeigen sehe, 1,4 Betriebsstunden, halber Tank leer und kein Wunder, dass er kaum noch zieht, ey. Die Wartungsanzeige ist auch übelst weit unten, ey. Trecker 70% Schaden. Knapp. Und die Anhänger über 2,5. Meine Fresse. Ich glaube, wir bauen echt mal eine mobile Werkstatt oder so im Hof. Warum macht ja sonst keinen Sinn? So. Schöne weiße Dusche nehmen. So. Aber die Anhänger sind eigentlich ganz schön. Sind zwar nur 8 Tonner, aber man macht da nichts. Da fällt mir gerade auf, können wir noch einmal rein abtanken, dann ist es schon wieder voll. Naja, aber zum Anfang reißen die Anhänger. Müssen wir uns halt irgendwann vielleicht nochmal einen Rudolf oder so dazu holen. Einen einzelnen, mit dem wir dann fahren. So, hier bin ich kurz am vom Ende der Bahn, weil ich nicht gemerkt habe, dass er voll war, durchgefahren. So. Nochmal zurücksetzen. Und dann geht's wieder hoch. Aber ich denke mal, das hat man jetzt auch schon in den letzten Folgen gemerkt, dass ich so gut wie gar nichts offscreen mache. Das haben wir auch so für dieses Projekt vorgenommen. Dass ich hier fast alles aufnehmen werde. Maximal vielleicht eine Viertelstunde mal irgendwie eine Aufnahmepause oder so, während wir arbeiten. Aber sonst halt immer durchziehen. Sonst wird nichts ohne Aufnahme so wirklich gemacht. Dafür gehen die Folgen ja auch immer so 17 bis 20 Minuten. Meine Fresse, der Drescher, der hat auch schon wieder 3,2% Schaden, ist auch nicht mehr normal. Diese Abnutzung hier, ey. Da sollte man echt mal überlegen, es gibt ja auch so Mods mit einem mobilen Werkstattwagen oder so. Oder so ein Werkzeugkoffer gibt es ja auch. Gibt ja in allen Formen.
Weil eine Werkzeug jetzt. Eine Werkzeug, genau. Eine Werkstatt jetzt hier irgendwo einen Hof hinzustellen, macht glaube ich nicht wirklich Sinn. Da müsste man dann. Am Hof ist kein Platz, da müsste man irgendeine Wiese nehmen oder. Ja, ist auch nicht so schön. Am besten mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob es im Mod-Up irgend so einen Werkstattwagen oder so gibt. Dann schön. Am besten einen zum Hinterherziehen. Hier mal einen Trecker hängen. Oder irgendwo auf dem Hof stehen haben. Mobil verschieben können. Ja. Ja, mal schauen. Was da so gibt. Also, wo ich gerade schon wieder gucke, ey, der ist schon wieder gut befüllt. Und das ist eine reine Bahn. Wenn man jetzt meint, das war ja auch einfach. Na klar, eigentlich könnten wir auch über im Shop über Garage die Maschinen reparieren. Da gibt es ja auch mal einen Button zu, aber da macht nicht wirklich Sinn, weil wenn wir mal Frontalkonsole oder so an- oder abbauen wollen irgendwann oder umtauschen oder wie jetzt halt beim 1640 haben wir ja auch das Problem, müssten wir erst zum Händler fahren oder er hat keinen Bock zu. Fängt ja halt auch schon an, da bräuchte man halt auch am besten zum Reifen wechseln und so immer eine mobile Werkstatt am Hof. Oder wenn wir Spritzen fahren, wenn wir Pflanzen sterben an, bräuchte man auch Pflegereifen drauf. Ja, für so eine Sache ist halt schon sinnvoll. Natürlich zum Reparieren. So, dann fahren wir mal das zweite Vorgewende hier. Dann fahren wir, denke ich mal, da hinten immer hoch und runter. Obwohl, da unten sind wir auch noch nicht hoch. Da unten sind wir auch noch nicht rumgefahren. Meine Fresse, ey. Der Acker kommt mir doch größer vor, wie ich dachte. Ich erinnere nur an die letzte Folge, wo ich gesagt habe, Viertelstunde. Dann habe ich ihn abgerubbt hier. Glaube ich jetzt auch nicht mehr. Aber dazu muss ich ja mal sagen, man schafft schon viel, viel mehr wie mit dem Dominator. Aber das ist auch irgendwo logisch. Ein schöner Droscher ist es ja, schöner Mod auch. Ich könnte mir schon so einen 650er Mo vorstellen. Bin ich ehrlich. Na ja gut, das könnten wir alle statt einem Dominator, aber. Naja. Ja, haben wir es dann schon eher an der Kohle. So, ich weiß grad gar nicht, wie voll ist der dann schon wieder. Kann ich das dann links in der Anzeige doch lesen? Wenn das so richtig abgeht, müssten es so 51 oder so sein. Naja, 44. Dann stimmt's doch nicht so wirklich. Naja. Aber doch, mit drei Bahnen hier kann man schon. Echt schön wenden. Ja, ein schöner Wendekreis, der Droscher. Nicht zu groß, das ist mal gut. Kleiner ist immer schöner, aber. Hier im Modup, ey, da gibt es so einen alten Johnny 2266, glaube ich.
So einen alten John Deere Dodger. Ja, der hat einen Wendekreis wie so ein Schiff. Kann man sich nicht vorstellen. Der musste, glaube ich, fünfmal Vorgewende fahren erst, bis du mit dem überhaupt halbwegs vernünftig wenden kannst. Eigentlich bin ich ja nicht so der Glas-Fan, aber die Drescher sind halt schon geil und die Häcksler irgendwo auch. Ey, Drescher sowieso. Die Trecker, naja, manche. So eine Sache, also von Klaas, welchen Trecker ich am meisten mag, ist ja so der 800er Axion und der Cerion. 900er Axion geht so. Und ein kleiner Track ist schon was Stabiles. Aber dann halt so die älteren, die kleineren, wie so ein Ares oder so. Ja, so eine Dinger kannst du halt vergessen, finde ich. Oder wie sie alle heißen, Atlas. So eine Dinger ist halt nichts für mich. Da würde ich lieber an so einen schönen Johnny oder Phantom investieren. Häcksler angeht, bin ich auch mal gespannt, wie sich das in der Zeit entwickeln wird. Gibt ja 1180er Big X Krone, ja, mit 1100 PS. John Deere hat, glaube ich, ist der größte 9900i. Und bei Klaas ist es ja so, dass das der größte, das ist ja der 990er Terra-Track. Da bin ich dann auch mal gespannt, was so bei John Deere und Klaas dann irgendwann folgen wird. 990er, da denkt man ja eigentlich, kommt dann 1000er. Und 9900er, weiß man, kommt dann der 10.000er oder was auch immer. Oh, das wird sich die nächsten Jahre herausstellen. Agritechnica war ja 2021 eigentlich, wenn Corona nicht da wäre, aber. Wird höchstwahrscheinlich auf Anfang 2022 verschoben, so gegen Februar, März. Und wenn, ich hoffe so, dass es stattfinden wird, weil da werde ich safe hinfahren. Nur, ich hoffe mal, dass dann nicht so voll wird wegen Corona. So nur geimpft rein dürfen wir, ja, das wäre schön. Hätte man schön seine Ruhe. Was mal 2019 immer angekotzt hat, könnt ihr gerne mal einen Kommentar schreiben, ob ihr da wart. Was mich 2019, wie gesagt, echt angekotzt hat, war, dass man. Ich hab ein 8RX, wollte ich unbedingt rein. Musste ich halbe, dreiviertel Stunde anstellen. Das hat mich so angekotzt in der Scheißschlange. X9, da ist ja auch drin, auch von Johnny, der große Drescher. Ey, da musste man so lange warten, bis man da überhaupt rein konnte. Und dann bei so einem Trecker wie Kubota, New Holland T7, saß ja auch drin, aber da war halt, beim New Holland ging's so, und Kubota, ey, da war gar nichts los. Ich hält ja auch nicht wirklich was von Kubota, ey. Aber da stand kein einziger in der Schlange, da konnte ich eine Viertelstunde drin sitzen und chillen. Und schönen Ausblick genießen von da oben, weil da auch recht weit oben stand. Und da war halt einfach keiner. Und als jemand dann da mal so drinnen saß, war es dann eigentlich doch schon ganz schön interessant, was für Technik so ein Kubota hat. Weiß ich nicht mehr ganz genau, was ja schon 3 Jahre knapp her ist, aber war auf jeden Fall schnieker Trecker. Muss man ja mal sagen. Mir hat er gefallen. Ja, schon bis oben voll. Weiß nicht, ja, 80%. Da bis einmal hoch müsste ich es noch schaffen. So, ich fahre jetzt nochmal hoch. Und dann melde ich mich aber ja dann wieder, wenn der Korntank voll ist. Bis gleich. So, mittlerweile ist es soweit. Komm, bin ich oben angekommen, ist der Drescher schon wieder voll, ey. Das geht
Meine Fresse, das geht so schnell. Da ist ein richtig guter Ertrag hier drauf. So. Tank mal nochmal schnell ab in Inter, in Belga. So. Oh, Alter, nee. Meine Fresse hat einen Bremsweg. So. Dann fahren wir das, glaube ich, gleich doch mit dem GTW. Ich probiere es einfach mal. Das einfach so in die Scheune mal reinzufahren. So. Beide Mängele. Ja, beide Mängele geht auch klar. So. Wäre Mängel beide voll. Mal gucken, ob er es hinkriegt. Ja, scheiße, komme ich hier rum. Ah, ganz knapp. Ja, das bisschen, wo ich hier jetzt reinfahre. Ist jetzt egal. Na gut, bisher musste ich auch noch nicht bergauf mit den Anhängern. Zum Glück geht's hier auch gerade so ein bisschen noch bergab. Ich drück voll durchs Gas. Na, 12. Ja, darf man jetzt auch nicht vergessen. Wie viel PS hat er? 90? Ich glaube. Mal ganz schnell nachschauen. 115, ja. Ja, gut, der Größe ist jetzt nicht, Gewicht hat er auch nicht wirklich. Ja, zum Laden Anhänger ziehen sind nicht so wirklich geeignet. Aber um jetzt hier mal kurz neben dem Hof abzufahren, ja, reicht er auch. Aber jetzt auf weite Strecken Drosche, wie da hinten da, wo wir den Raps gedroschen haben oder ich. Da denke ich mal, werde ich dann auf jeden Fall mit dem 7.16 mal abfahren. Den Johnny, den ist ja nur meiner, brauche ich auch nicht. Na ja, gut, zurzeit hat er jetzt viel ins Reifen drauf. Bringt mir eh nicht viel. Aber den brauche ich im Moment auch nicht. So, dann geht's gleich mal hinten rein in alle. Schön Gas geben. Schön Sound hat er ja irgendwo. Es am Anfang, als wir den GT hier ausgetestet haben, da haben wir uns noch runtergeladen beide. Und da dachten wir, was ein Scheißtrecker, Fiat Standard Sound. Und dann als wir jetzt mit dem wir ein bisschen länger gespielt haben, hat er uns dann doch gefallen, der Sound. So, die Gerste kriegen wir hier noch rein. So, gibt es den ersten E-Mob. Kurz abgibst du auswählen links. Zack. Ja, das passt. Nur gerade haben wir zwar nichts zum Reinschieben. Ist halt nicht so schön. Mein Trigger, der lag kein Frontlader. Muss ich auch irgendwann mal nachrüsten. Eigentlich haben wir uns darauf geeinigt, dass nur
zwei Trigger kriegen, aber macht glaube ich nicht wirklich Sinn. So, bin ich jetzt zu weit vorne oder zu weit hinten? Ich sehe das nicht. Na, passt. So, nochmal kurz auswählen. Na, ich mach hinten. Blende ich weiter ab. Ah. So. Muss ich mal ein Stück vorfahren. So. Perfekt, dann kommen wir hier direkt wieder raus. Ah, muss ich kurz. Ah. Ich aufgepasst. Konnte ich mir schon fast denken. So, jetzt. Mal schnell nachschauen, wie ich jetzt abgekippt habe. Ja. Das sieht schon mal gut aus. Am besten dann, wenn wir die nächste volle Anhängerkette hier hinbringen. Schon mal Frontlader vorher noch mal kurz anbauen und schon mal reinschieben. Boah, dass der Teil 46 fährt, dachte ich zuerst auch nicht. Hab mir auch erst ein bisschen gewundert. Blinker aus. So. Am besten direkt den Schwung mit nach hinten nehmen. Ah, scheiße. Ist mir der Trecker ausgegangen, ja. Kommt davor, wenn man den falschen Knopf drückt. Ah, und schon ist der Anschwung wieder am Arsch. Sehr schön. Na ja. Leer geht ja immer noch. Voll wäre schon eher ein Problem. Das Stroh wird uns, denke ich mal, auch noch ordentlich Kohle hier auf dem Acker einbringen. Wenn ich jetzt mal so sehe, wie viel hier überall rumliegt. So, am besten direkt wieder hier drunter fahren. Kann schon mal schön leer laufen, der Dodger. So, jetzt ist er leer. 2 Tonnen, die kann ich jetzt mal schnell. Ja, er hat zum Glück noch nicht so ein heftiges Gewicht, aber bevor ich dann mit den vollen Anhängern hier über den halben Acker fahren muss, stelle ich mich jetzt gleich mal von Anfang an andersrum hin. Jetzt hole ich auch mal mehr Schwung. So, perfekt. Soll man nicht ins Getreide fahren? Jetzt muss man nicht ganz Gerste hier kaputt machen. Oh, das war nicht so gut. So. Perfekt, ich weiß gar nicht. Ach du heilige Scheiße, ey. Folge schon wieder viel zu lang. 24 Minuten, ey. Gar nicht auf die Zeit geguckt. Mach schnell beenden, ey. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like und Abo da. Ganz wichtig. Und dann schaut in der nächsten Folge gerne wieder rein. Und dann bis denne und haut rein. Ciao, ciao.